Lamborghini arbeitet an der neuen Generation des Murcielago. Bislang sind aber nur die kleinen Scheinwerfer und riesige Lufteinlässe gut zu erkennen. Erste Anhaltspunkte wird es dann geben, wenn Lambo beim Pariser Autosalon 2010 die ungetarnte Studie vorstellt. Der superflache Kohlefaserrenner soll laut Lamborghini übrigens nicht der neue Murcielago sein, aber wir sind uns sicher, dass diverse Details der Paris-Studie auch am nächsten Murcielago zu finden sein werden. Wenn er denn überhaupt so heißen wird, es geistert nämlich immer wieder der Name Jota durch die Automobilwelt. 1970 baute der rennsportbegeisterte Lamborghini-Ingenieur Bob Wallace ein bis heute unvergessenes Einzelstück, den Lamborghini Miura Jota. Optisch kaum vom klassischen Miura zu unterscheiden, überzeugte der Jota vor allem durch seinen kompromisslosen Leichtbau. So wie jetzt auch bei diesem Erlkönig. Statt des Stahlkorsetts wird der neue Lambo ein Alu-Spaceframe bekommen, ein Alu-Dach und Carbon-Elemente in den Türen. Über 700 PS, so die Schätzung, wird der neue Zwölfzylinder auf den Allradantrieb stemmen, was im Verbund mit einer Leichtbauoffensive atemberaubende Fahrleistung verspricht. Wir sehen uns 2012.